Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, das Erste, was ich sagen will, ist, und das wollen wir jetzt nicht vergessen miteinander, wir erreichen heute Abend das zweitbeste Ergebnis unserer Geschichte. Und darauf können wir stolz sein, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde und Freunde. Jawohl. Und das haben wir geschafft in einer politisch nicht nur bewegten Zeit, sondern unglaublich schwierigen Zeit. Und deswegen können wir darauf umso stolzer sein. Und weil mir jetzt eben gedankt worden ist als Wahlkampfleiter, will ich jetzt auch Dankeschön sagen. Ich will mich sehr herzlich bedanken bei unseren beiden Spitzenkandidaten Sarah und Dietmar, die in den letzten Wochen alles gegeben haben. Herzlichen Dank an euch beide. Und ich will mich natürlich auch bedanken bei allen, ob sie als Kandidatinnen und Kandidaten in diesem Wahlkampf unterwegs waren oder als Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Wir haben in diesen schweren Zeiten alles gegeben und ich weiß, wovon ich spreche. Auch ihr wart jeden Tag auf der Straße im Gespräch mit den Leuten und habt für soziale Gerechtigkeit und Friedenspolitik geworben und für die Stimmen, für beide Stimmen, für Die Linke. Und ich möchte mich auch bei euch allen sehr herzlich für diesen Wahlkampf bedanken. Dankeschön. Dieses Wahlergebnis heute Abend insgesamt ist eine Zäsur für die Bundesrepublik. Und alle, die in den letzten Wochen Wahlkampf gemacht haben, alle Parteien, und ich will das heute Abend auch sagen, auch die Kolleginnen und Kollegen Journalisten müssen sich die Frage stellen, wie wir eigentlich zu diesem Ergebnis gekommen sind. Und die Große Koalition ist heute abgewählt. Und sie ist zu Recht abgewählt worden, weil das, was wir an politischen Zuständen in diesem Land haben, auch Ergebnis ihrer Politik ist. Auch das muss man heute Abend sehr deutlich sagen. Aber eins ist auch klar, egal wie die Zahlen am Ende aussehen werden, wir werden im nächsten Deutschen Bundestag die stärkste Kraft sein, die sich der AfD entgegenstellt, liebe Genossinnen und Genossen. Wir werden in den nächsten 4 Jahren nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern auch auf der Straße jeden Tag das machen, was wir in diesem Wahlkampf gemacht haben, nämlich klare Kante zu zeigen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Hetze. Dabei bleibt es und lasst uns heute damit anfangen zu kämpfen, dass dieses Ergebnis in 4 Jahren wieder korrigiert wird, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist unsere Aufgabe miteinander. Und ganz zum Schluss, damit ich hier den Zeitplan nicht durcheinander bringe, ein Dankeschön habe ich noch und das liegt mir als Wahlkampfleiter sehr am Herzen. Ich möchte mich bedanken bei meinem Team, bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei allen, die im Wahlquartier gekämpft haben, Tag und Nacht beinahe, die auf der Straße unterwegs waren, die tausende Kilometer mit dem Truck gefahren sind, die für euch ansprechbar waren. Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich bin auch heute Abend wieder sehr stolz auf euch. Dankeschön, macht es gut. Einen schönen Abend. Tschüss. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank.